So, und herzlich willkommen zurück bei Anno 1602. Wir haben ja das letzte Mal sehr viele Probleme geschaffen und werden diesmal probieren, die zumindest teilweise wieder zu lösen. 2 Tonnen Nahrung, Tabak, Alter, mir fehlt Tabak, du. Kakao sieht auch gut aus. Alkohol 5 Tonnen, 6 Tonnen. Gut. Dann schicken wir den hier wieder auf Kreuzzug. Sehr gut. Hier, das ist noch nicht erfolgreich. Genau. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Das Schiff hier, das transportiert ziemlich viel. Da werden wir wohl fast noch eins brauchen, fürchte ich. Und wir werden wohl auch noch eine Insel brauchen. Zumal die auch ein Erzvorkommen hat, was auch sehr vorteilhaft ist. Dann werde ich mal noch ein Schiffchen bauen. So. Es fehlt an Gewürzen. Ja, ich habe mich ja schon ein bisschen um die Gewürze gekümmert. Wie geht's denn eigentlich? Sind die alle ganz böse auf mich, oder? Nö. Alle ganz fröhlich hier. Ganz fröhlich. Wie sieht denn überhaupt das Theater? Oh, das Theater. Oh. Wo baut man das hin? Auf jeden Fall, was ich noch machen wollte, das hier mal wieder in Betrieb setzen, damit wir wieder Werkzeuge bekommen. Wir haben ja zumindest ein bisschen Eisen wieder hierher gebracht. So, wenn wir das Schiff dann gemacht haben, dann würde ich nämlich ganz gerne noch diese Insel besiedeln. Was haben wir hier noch so für Inseln? Das ist so eine wunderschöne Mini-Insel. Ah, okay. Eine zweigeteilte Insel. Ha? Oh, unser roter Freund ist ja noch nicht so weit. Ha? Der schon eher. Vor allem hat er 2 Siedlungen, wo beides Häuser drauf sind. Das ist interessant. Ja, auch interessant. Ja, wir sollten wirklich mal noch eine Insel besiedeln. Was hat die uns denn hier so zu bieten? Hier waren wir wohl noch gar nicht. Oh. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Darüber kommt einem doch die Gänsehaut, he? Bei diesem wunderschönen Cutscene-Gedöns. So, dann können wir hier auf jeden Fall mal 1, 2, 3, 4, warte, wie viel müssen da auf so ein Schiff drauf? 6 Stück Kanonen müssen da drauf. So. Dann können wir die mal. Keine Kanone gefechtsbereit. Gewürze, ah ja, so sind ging meine das. Ware. Genau. Genau. So. Dann müssen wir nur noch warten, bis wir wieder ordentlich Werkzeuge haben. Gut. Gewürze, Nahrung. Alkohol ist niedrig, aber glaube ich relativ stabil. Produzieren wir auch ziemlich viel. Nahrung ist. Also wir werden auf jeden Fall hier eine volle, schicke Nahrungsinsel drauf machen.
habe ich auch vor, das dann so umzustrukturieren, dass wir da wirklich richtig fett Nahrung machen und an anderen Stellen dann vielleicht auch sogar wieder abreißen können, damit wir da dann Platz für andere Sachen haben. Gut. Tja, naja, dann müssen wir ein bisschen schneller machen hier. So. Gut, was brauchten wir denn dann noch? Wir brauchten ja noch hier Schmuck. So. Kein Theater hier. Ich bin dämlich. Hier ist doch die Gewürze Goldmine, sind Mann. Mangelware. Gut. Da haben wir eine Goldmine, das ist schon mal schön. Eure So, der Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Goldschmied. Boah, ist da teuer. Boah, ist da teuer. Gut. 11 Werkzeuge, naja, besser als nix. Dann nehmen wir erstmal diese 11. So, und besiedeln hier mal dieses. Huch, was macht das Schiff da? Es fehlt an Nahrung. Gut, am besten hier unten. Okay. Hier so ist ganz schön. Gut, zumindest geht es unserem Geld einigermaßen gut, das freut mich. Dann möchte ich erstmal ein bisschen ranzoomen hier. So, dann kommen hier dann Es Getreideplantagen fehlt an hin. Nahrung. Ich hab's verstanden und ich kümmere mich ja gerade drum. So, zack. So, können wir mal kurz hier. Man kann ja sogar drehen in diesem wunderschönen Spiel, ne? Gut. So, dann sind das schon vier. Es fehlt an Straßen nicht Nahrung. vergessen. Was mache ich denn gerade, Junge, hier? Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Ist die Frage, wie ich den Platz am besten nutze. Hier könnte noch eine komplette Reihe so hin. Aha. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Haben jetzt allerdings halt auch kein Werkzeug schon mehr. Ist jetzt wieder so, wie wir es am Anfang gedreht hatten? Nein. So war es, glaube ich. Gut, dann. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Können wir damit mal zurückfahren und gleich auch noch ein bisschen Holz mitnehmen? So, Eure das Nahrungsvorräte Werkzeug. gehen zur Neige. Es fehlt an Kakao. Gut. Kakao! Seit wann fehlt's denn an Kakao? Es fehlt So, an komm, fahr jetzt Nahrung. hierher. Kakao ist Mangelware. Warum denn auf einmal Kakao? Dich verstehe ich nicht. Na gut. Kakao kümmern wir uns danach, aber Nahrung ist, glaube ich, wichtiger. Gut, dann. Nee, haben wir noch nicht ausgeladen. Ihr werdet Ja, die ich. Gärtner nerven. Bum, 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 bum. Piu, piu, piu. Eigentlich voll andersrum, ne? Eigentlich piu, piu, piu. Und dann ist das Piratenschiff weg. Piu, 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 piu.
Where is the pirate ship, eh? Where is the pirate ship, eh? Hier unten. Ja, greif mein Kriegsschiff an. Pff. Do whatever you want to. Dann repariere ich das Kriegsschiff halt wieder. Puh. So. Und noch eine Bäckerei. So. Dann weiter geht's. Hier waren die. So. Zack, zack. Es fehlt an Nahrung. Es fehlt jetzt Holz, okay. Holz haben wir, glaube ich, sogar noch. So, hier ist Holz. Gut, dann kann man gleich noch eine Windmühle bauen. So, dann ist es doch schon mal zumindest ein Anfang hier. Und wir holen mal mehr Werkzeug. Voll viele Schiffe, ey. Gut, dann produzieren wir jetzt hier mal ein bisschen Nahrung. Okay, so, dann müsste das Schiff ja mittlerweile hier sein. So, Holz. Können wir auch mal gebrauchen. Ja. Was mache ich denn hier die ganze Zeit, du Ochse, Mann? Nein, so rum. Gut, dann zack und zack. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Jo. Gut, dann. Tja, wie mache ich das jetzt? Ich baue mal hier noch eine Bäckerei hin und unten noch ein, noch eine Mühle. Oder? Es fehlt an Nahrung. Oder andersrum? Ich glaube, ich mache es mal andersrum. Ich weiß, das war jetzt dumm. So. Können wir hier noch ausladen wie wild. Und können eine Route erstellen. Eure hier. Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Wie ging das jetzt? Ziel auswählen. Zack. Okay. Das da. Auf das Schiff laden. Und Ziel auswählen, das da, Nahrung ausladen. Gut. Dann einschalten. Gut, da ist noch ein bisschen Nahrung. Sehr gut. Schauen, ich hoffe ja, dass das jetzt reicht.
Dann werden wir auf jeden Fall unten die Nahrung mal abreißen müssen auf der Insel hier unten. Denn da waren einige Waren von. Ja, das hat alles seinen Grund. Huch. So. Gut, die Auslastungen sind einigermaßen zufriedenstellend. Gut, dann mal langsam hier. Oh no, 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 Einbrand no, no, no. vernichtet eure Häuser. No, 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 no. Hallo, bitte erstmal. Jo, wo brennt denn jetzt? Oh, da hinten. Ist natürlich blöd, ne? Tja, zumal wir jetzt gerade kein Werkzeug haben. Dann muss ich das jetzt mal so lösen, hier, like a Hacker. Gut. Sollen wir nur noch mal den Moment abpassen, damit wir das Werkzeug hier draufladen können. Und dann war es das leider auch schon wieder für diese Folge. So. Gut, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Wir haben ja diese wunderschönen vielen Probleme, die wir das letzte Mal geschaffen haben, angefangen zu beheben. Das wird jetzt uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen. Also ganz spontan so der Eindruck von mir ist dieses erste älteste Anno-Teil das, was am schwierigsten fast sogar ist schon. Also so, wenn man so alles managen muss, also um da eine große Stadt zu bekommen, das ist schon schwierig. Einfach nicht, weil entweder das System so schwierig ist, sondern weil die Inseln zu klein sind, meiner Meinung nach. Na gut, nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Es war im Jahre 1602, als wir die uns vertrauten Gefilde verließen, um in der Ferne unser Glück zu suchen, wohlwissend um das schier unberechenbare Risiko, welches solch gewagter Aufbruch in sich barg.